falls du den letzten Nachtbus nehmen musst. Halte dich an folgende Regeln, um zu überleben. Dir gefällt, was du hörst, und du willst meine Arbeit unterstützen? Dann schau dir doch mal auf der Zagota-Startseite die Schaltfläche Mitglied werden an. In wenigen Klicks erhältst du unter anderem neue Vertonungen, circa 3 bis 4 Wochen vor ihrer offiziellen Veröffentlichung. Aber nun, viel Spaß mit dem nächsten Video. Mein Auto wurde völlig zerstört. Es war nicht mehr zu retten. Es war nur noch Schrott. Meine Schwester hatte es sich geliehen und an diesem Tag dem Tod ein Schnippchen geschlagen. Nachdem ich mir den Schrotthaufen angesehen hatte, der mein Auto war, hatte ich keine Ahnung, wie sie mit nur ein paar Knochenbrüchen davongekommen war. Eigentlich hätte sie sterben müssen. Aber so war meine Schwester. Sie hatte das größte Glück. Sie hat einen guten Mann geheiratet, der genug Geld verdient, damit sie ein angenehmes Leben führen kann. Am Tag des Unfalls hatte sie ihr Auto in die Werkstatt gebracht, um die Winterreifen gegen Ganzjahresreifen auszutauschen. Ihr Chef wollte, dass sie eine Extraschicht einlegte. Sie hätte fast abgelehnt, aber ich lieh ihr für diesen Tag mein Auto. Ich war so dankbar, dass ich meine Schwester hatte, dass ich nicht einmal daran dachte, dass ich jetzt mit dem Bus zur Arbeit fahren musste. Zum Glück gab mir mein Chef das Wochenende frei, nachdem er die Fotos vom Unfall gesehen hatte. Er konnte sich auch nicht erklären, wie meine Schwester überleben konnte. Ich kümmerte mich um alles, während sie im Krankenhaus war, und fand bald heraus, dass der Nahverkehr nicht zuverlässig ist. Die Busse kommen zu spät oder zu früh oder gar nicht. Manchmal sind sie so voll, dass man die ganze Fahrt überstehen muss. Und es dauert ewig. Ein Stadtbus konnte über eine Stunde brauchen, um zu einem Ort zu gelangen, der nur 10 Autominuten entfernt war. Manchmal war ich schneller zu Fuß als mit dem Bus. Aber ich konnte es mir nicht leisten, ein Taxi zur Arbeit und zurückzunehmen. Ich dachte darüber nach, mir ein Fahrrad zu leihen, aber es war immer noch kalt. Tagsüber war es in Ordnung, aber ich arbeitete bis spät in die Nacht. Selbst das Warten auf den letzten Bus ließ mich fast erfrieren. Klar, es schneite nicht mehr, aber ich friere schnell. Ich habe mich einfach nie an das Klima gewöhnt, nachdem wir weiter in den Norden gezogen waren. Also kein Radfahren nach Hause. Abgesehen davon war der Bus gar nicht so schlecht. Ich konnte etwas lesen. Beim Autofahren konnte ich nicht lesen. Und für die meisten Bücher, die mir gefielen, gab es keine Hörbücher. So kam es, dass ich nach einer Woche, in der ich mein Auto vermisst hatte, im letzten Bus nach Hause saß. Meine Schwester ging es gut und ich konnte mich nach einer stressigen Woche, in der ich wegen meines neuen Transportmittels zu spät zur Arbeit kam und jede Nacht eine Stunde Schlaf verlor, endlich ein wenig entspannen. Da es so spät war, waren die meiste Zeit nur der Fahrer und ich im Bus. Ich hatte noch die halbe Strecke vor mir, als der Bus anhielt, um jemanden mitzunehmen. Ich war so in mein neues Buch vertieft, dass ich nicht einmal aufblickte, um zu sehen, wer es war. Obwohl der Bus leer war, hatte die Person sich direkt vor mich gesetzt. Seltsam irgendwie, aber ich beschwerte mich nicht. Ich schaute kurz auf und bemerkte, dass die Person klein war. Sie hatte gebleichtes weißes Haar. Ich warf einen Blick auf meine Uhr und stöhnte, weil es fast Mitternacht war. Ich wohnte in der Nähe der Bushaltestelle, das war also ein Glück. Nicht auf jeder Strecke fuhr ein Bus so spät. Ich stieg an der vorletzten Haltestelle aus. Normalerweise schaltete der Bus sein Licht aus, sobald ich ausstieg, sodass ich wusste, dass er außer Betrieb war, als ich nur noch wenige Gehminuten von zu Hause entfernt war. In der vergangenen Woche hatte ich noch nie jemanden so spät einsteigen sehen. Ich zuckte mit den Schultern und kehrte zu meinem Buch zurück. Dann stieg eine weitere Person ein, was seltsam war. Ich dachte nicht, dass wir tatsächlich angehalten hatten. Wir hatten nur an der roten Ampel gestanden. Aber ich hatte schon nette Busfahrer gesehen,
die Leute mit Namen, wenn sie an die Vordertür klopften, wenn der Bus irgendwo zum Stehen kam. Dieses Mal schaute ich auf, aber die Person, die mitgenommen wurde, war so groß, dass sie ziemlich schnell durch den Bus lief. Sie war schwarz gekleidet und hatte mich überholt, bevor ich sie richtig sehen konnte. Ich drehte meinen Kopf, um einen diskreten Blick zu erhaschen, aber eine Stimme vor mir ließ mich innehalten. Schau es nicht an! Die Stimme war leise und klang wie die eines Kindes. Ich starrte auf die Person vor mir, statt auf die, die gerade hinter mir vorbeigegangen war. Es? Fragte ich langsam. Darf ich mich neben dich setzen? Das war eine seltsame Bitte, aber wenn ich mit einem Kind sprach, sah ich keinen Grund, warum nicht. Ohne auf eine Antwort zu warten, stand das kleine Kind vor mir von seinem Sitz auf und setzte sich neben mich. Ich vermutete, dass es ein Junge war, aber bei Kindern ist es schwer, sicher zu sein. Er trug Unisex-Kleidung. Nur einen großen grauen Pullover und Jeans, und ich war schockiert, keine Schuhe zu sehen. Warum war er so spät noch draußen? Wo waren seine Eltern? Warum fehlten seine Schuhe? Ich hatte die andere Person im Bus aus meinen Gedanken verbannt, als ich zu dem Kind hinüberblickte. Schließlich hob es den Kopf, um mich anzusehen, und unter seinem langen, gewellten, weißen Haar starrten mich rosa Augen an. Ich hatte noch nie jemanden gesehen, der ein Albino war. Abgesehen von einigen Fotos. Es war für eine Sekunde abschreckend. Aber ich konzentrierte mich auf die wichtigeren Fragen. Was machst du so spät nach draußen? Hast du einen Erziehungsberechtigten, den ich anrufen kann? Bist du verletzt? Und wo sind deine Schuhe? Mit jeder Frage sah er etwas genervter aus. Er hatte einen sehr neutralen Gesichtsausdruck, aber seine Augen verengten sich gerade so weit, dass ich innehalten und ihn antworten ließ. In den letzten 6 Monaten sind 10 Menschen von dieser Buslinie verschwunden. 4 davon waren Busfahrer. Ist Ihnen das bewusst? Er sprach so leise, dass ich ihn kaum verstehen konnte. Aber ich hatte schon so etwas Ähnliches gehört. Ich hatte mitbekommen, wie sich Leute bei der Arbeit über vermisste Busfahrer im letzten Bus des Tages unterhielten. Ich war so beschäftigt bei der Arbeit, dass ich nie angehalten habe, um zu plaudern. Ich hörte, dass ein Post über die Regeln, um den letzten Bus zu überleben, die Runde machte. Aber ich habe mich auch hier nie genug dafür interessiert, das zu überprüfen. Bist du nicht so jung, um auf Gruselgeschichtenjagd zu gehen? Ist das für ein Video? Du solltest wirklich im Bett sein. Ich seufzte und steckte mein Buch in die Tasche. Ich griff nach meinem Handy, um zu sehen, wie man ein vermisstes Kind meldet, als er sich in seinem Sitz zusammenkauerte. Na gut. Wenn du mir nicht glaubst, dann schau hinter uns auf die Gestalt, die hinten im Bus sitzt. Es ist schließlich dein Leben. Er klang ein wenig, als würde er schmollen. Er wirkte seltsamerweise ein wenig zu erwachsen für sein Gesicht. Ich warf ihm einen verwirrten Blick zu. Was in aller Welt hatte der andere Fahrgast im Bus mit diesem seltsamen Gespräch zu tun? Der Bus hielt wieder an einer roten Ampel. Der Fahrer schaute in einen Spiegel, der vorne angebracht war, sodass er den größten Teil des Busses sehen konnte. Da wir uns auf einer leeren Straße befanden, fühlte er sich offenbar sicher genug, den Blick von der Straße abzuwenden und zu uns nach hinten zu schauen. »Hey, Mister, wer ist Ihr Freund und wann ist er eingestiegen? Ich kann mich überhaupt nicht an ihn erinnern.« Der Fahrer sah wirklich verwirrt über die Anwesenheit des Jungen aus. Das brachte mich dazu, ein paar Mal zwischen dem Fahrer und dem Jungen hin und her zu schauen. Er schmollte nach wie vor. Ich stieß ihn leicht am Arm, um sicherzugehen, dass er wirklich da war und wir beide nicht unter einer Halluzination litten. »Ich weiß nicht, wer er ist. Er ist vor ein paar Haltestellen zugestiegen. So etwa ein paar Minuten vor Mitternacht.«
Der Fahrer sah noch verwirrter aus. Die Ampel war grün geworden, also setzte er den Bus wieder in Bewegung, nur um dann am Straßenrand wieder anzuhalten und Platz zu machen, falls Autos vorbeikommen sollten. Dann stand er von seinem Sitz auf und ging auf uns zu. Ich meine, er sah wirklich so aus, als hätte er keine Erinnerung daran, den Albino-Jungen an Bord gelassen zu haben. Und er war ein Kind, mitten in der Nacht. Es war definitiv eine gute Idee anzuhalten und zu versuchen herauszufinden, wohin er wollte und warum er allein war. »Hey, Kleiner, wie heißt du?« fragte der Mann, als er ein oder zwei Schritte von uns entfernt war. Der Junge sah jedoch nicht zu ihm auf. Er warf mir nur einen kurzen Blick zu. »Du kannst so viel schreien, wie du willst, aber schau nicht nach hinten.« Die Aussage des Jungen war so seltsam, dass niemand ihm antwortete. Der Fahrer hob den Kopf und schien sich endlich im restlichen Bus umzusehen. Außerhalb meiner Sichtweite entdeckte er den anderen Fahrgast. Der großgewachsene, schwarz gekleidete Mann, der mir kaum aufgefallen war. »Wann sind Sie eingestiegen, Mister? Haben Sie...« Die Worte des Fahrers wurden unterbrochen. In einer schnellen Bewegung wurde er von langen schwarzen Armen gepackt und so schnell in Richtung Heck des Busses gezogen, dass mein Gehirn nicht einmal realisierte, was passiert war. Was ich sah, war unmöglich. Die Arme waren einfach viel zu lang. Lange schwarze Röhren mit großen Klauenhänden. Reflexartig schaute ich nach hinten. Dann erinnerte ich mich daran, dass der Junge mich davor gewarnt hatte, nach hinten zu schauen. Ich zwang meinen Kopf nach vorne. Der freundliche Busfahrer, der sich gerade noch um ein kleines Kind gesorgt hatte, schrie und bettelte um sein Leben. Das Schreien hörte plötzlich mit einem nassen Knirschen auf, das ich nie hätte hören sollen. Als ich einen metallischen Geruch wahrnahm, war ich mir sicher, dass es Blut war, und fing ebenfalls an zu schreien. Ich hielt mir den Kopf und kauerte mich auf meinem Sitz zusammen, in der Hoffnung, dass mich das vor diesen Armen schützen würde. Ich schrie und musste mich zwingen, mit dem Schreien aufzuhören, aus Angst, dass mir das Gleiche wie dem Fahrer passieren würde. »Du kannst ruhig weiter schreien. Wenn du das überstanden hast, kann ich dir sagen, wie du am Leben bleibst.« Die Stimme des Jungen hatte sich verändert. Ich wusste immer noch, dass es seine war, aber sie klang viel selbstbewusster und mehr wie die eines Erwachsenen. Ganz anders als noch vor wenigen Augenblicken. Ich blinzelte die Tränen weg und sah ihn an. Mein Körper zitterte, aber ich musste ihm vertrauen. »Was passiert hier?« flehte ich und betete um eine Antwort. »Wenn die letzte Pause um Mitternacht an einer Kreuzung endet, kann es sein, dass eine dunkle Gestalt in den Bus steigt und sich nach hinten setzt. Solange sie nicht sitzt, dürfen sie hinschauen. Aber sobald sie sich gesetzt hat, schauen sie sie nicht mehr an. Drehen sie nicht den Kopf, egal was sie hören, egal was sie sonst wahrnehmen. In dem Moment, indem sie hinschauen, werden sie zur Zielscheibe. Die Gestalt wird nicht gehen, bis der Bus die Strecke beendet hat und sich im Depot befindet.« Mein ganzer Körper schrie danach, einfach wegzurennen. Selbst nachdem der Junge die Situation erklärt hatte, konnte ich ihm einfach nicht glauben. Ich wollte einfach nur abhauen, aber ich konnte immer noch das Blut im hinteren Teil des Busses riechen. Immer noch gebeugt, versuchte ich, mir einen anderen Ausweg zu überlegen. »Wovon redest du? Und wer bist du überhaupt?« fragte ich schließlich. Ich hatte noch nicht nach seinem Namen gefragt. Seltsam, dass das nicht eine meiner ersten Fragen gewesen war. Besser später als nie. »Du kannst mich Ellie nennen. Ich bin hier, um herauszufinden,
ob diese Gestalt der Grund für das Verschwinden ist. Ich bin nicht hier, um sie zu retten. Ich kann ihnen nur Informationen geben. Sie müssen handeln und sich sicher nach Hause bringen. Und wie soll ich das machen? Dieses Ding hat den Fahrer getötet, fauchte ich, und mir stiegen erneut die Tränen in die Augen. Ich unterdrückte sie, um vor dem Jungen nicht schwach zu wirken. Ich war der Erwachsene und er war der Besonnene. Aber nach dem, was ich gerade gesehen hatte, konnte man es mir nicht verübeln, wenn ich für ein paar Sekunden die Fassung verlor. Ich kann allerdings keinen Bus fahren. Sie müssen das machen. Ich bin zu klein, um die Pedale zu erreichen. Unter seinem weißen Haar sah ich ein Aufflackern von Rot auf seinen Wangen. Es verblasste, als er sich aufrichtete und aufstand. Völlig furchtlos ging er zur Vorderseite des Busses und schaute nicht zurück zu mir. Er stellte sich einfach direkt neben den Fahrersitz und wartete darauf, dass ich zu ihm kam. Ich musste all meinen Mut zusammennehmen, um endlich aufzustehen. Ich ging mit zitternden Beinen auf ihn zu und hielt meine Tasche fest. Bei jedem Schritt war ich mir sicher, dass ich von diesen dunklen Händen gepackt und zerfetzt werden würde. Irgendwie schaffte ich es aber nach vorne. Ich schloss die Augen, damit ich nicht in einen Spiegel schaute, und stolperte blind umher, bis ich den Fahrersitz fand. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Diese Spiegel. Ich könnte aus Versehen reinschauen. Nachdem ich das gesagt hatte, hörte ich ein Geräusch, das sich nur so beschreiben ließ, als würden diese beunruhigenden Spiegel abgerissen und beiseite geworfen. Ich öffnete meine Augen gerade so weit, dass ich bestätigen konnte, dass die Spiegel tatsächlich abgerissen und aus dem Blickfeld verschwunden waren. Ich habe sie nicht abgenommen, um sie zu retten. Sie haben auch mich gestört, verstehen Sie? Ellie klang plötzlich sehr ernst. Ich riskierte einen verblüfften Seitenblick auf ihn. Er konnte nicht einmal die Spiegel erreichen. Wie zum Teufel hatte er sie abgerissen? Er hatte nicht vor, es mir zu erklären. Kann ich nicht einfach gehen? Fragte ich und schaute nach vorne auf die leere und dunkle Straße. Nein, Sie werden weder die Türen noch die Fenster öffnen können, bis dieser Bus seine Route beendet hat. Können Sie nicht aussteigen? Das waren keine guten Neuigkeiten. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu lernen, wie man einen Bus fährt. Nach einem Crashkurs zum Anlassen und Fahren des Busses ging es los. Sehr, sehr langsam los. Es waren keine Autos in der Nähe, also sollte es im Schneckentempo kein Problem sein, bis ich mich an das riesige Ding gewöhnt hätte. Ellie hielt sein Versprechen, dass er wusste, wie man einen Stadtbus fährt. Mit ihm neben mir dachte ich, dass ich es lebend herausschaffen könnte. Aber nur für ein paar Minuten. Bald wurde es kalt. Ellie sah nicht so aus, als würde er es bemerken. Bei seinem ausdruckslosen Gesicht war es schwer zu sagen, ob ihn überhaupt etwas störte, was passierte. In wenigen Sekunden fiel die Temperatur so stark, dass ich meinen Atem sehen konnte. Mit einem Arm zog ich meine Arbeitskleidung aus meiner Tasche und legte sie über meinen Schoß, um sie als provisorische Decke zu verwenden. Wir folgten langsam der Route zurück zum Busdepot. Ich war diese Strecke in der Woche zuvor oft genug gefahren und kannte den Weg. Ich wollte schneller fahren, aber ich war immer noch nicht selbstbewusst genug. Meine Hände umklammerten das Lenkrad so fest, dass meine Knöchel weiß wurden. Ich zitterte vor Angst und vor Kälte. Ich konnte die Kälte fast nicht ertragen. Ich wollte aufgeben, noch bevor das Flüstern kam. Schreckliches Flüstern, das mich beschuldigte, eifersüchtig auf meine Schwester zu sein.
dass ich wünschte, sie wäre gestorben. Das Flüstern sagte mir, ich solle mich nur umdrehen. Es würde alles einfacher, wenn ich das täte. Tränen begannen über mein Gesicht zu fließen. Wenn ich nicht so langsam und gleichmäßig gefahren wäre, hätte ich uns vielleicht in Gefahr gebracht. Ich verlor kurz die Kontrolle, sodass der Bus ruckelte, korrigierte es aber, bevor wir den Bordstein berührten. Ich war so froh, dass die Straße leer war. Aber nach ein paar Minuten konnte ich es nicht mehr aushalten und hätte fast angehalten, als Ellies Stimme neben mir ertönte. Was sagt sie? Seine Stimme war immer noch neutral. Anstatt sich anzuhören, als würde er sich nach flüsternden Dämonen erkundigen, klang es, als würde er nach dem Wetterbericht fragen. Sie sagt, ich sei eifersüchtig auf meine Schwester. Meine Zähne klapperten vor Kälte. Ich konnte nicht viel mehr sagen. Na und? Du darfst eifersüchtig auf sie sein. Und du darfst sie trotzdem lieben, oder? Sag es den Stimmen, dass du beide Gefühle haben kannst. Dass du nur ein Mensch bist. Schwach und doch sehr stark. Seine Worte enthielten etwas Wahres. Eine Wärme kehrte zu mir zurück. Es war immer noch kalt, aber ertragbar. Ich stellte fest, dass ich mich plötzlich gegen die Stimmen um mich herum durchsetzen konnte. Ich konnte mich auf die Straße konzentrieren und der Route folgen. Wir waren so nah am Depot. Wenn ich mich nur noch ein paar Minuten durchbeißen würde, wäre alles in Ordnung. Ich könnte nach Hause gehen. Ich wiederholte diese Worte in meinem Kopf. Mir würde es gut gehen. Ich könnte nach Hause gehen. Mir würde es gut gehen. Ich könnte nach Hause gehen. Mir würde es gut gehen. Ich liebe meine Schwester immer noch. Mir würde es gut gehen. Obwohl ich schneller fuhr, fühlten sich diese letzten Minuten wie eine Ewigkeit an. Aber wir kamen endlich am Depot an. Ich geriet für ein paar Sekunden in Panik, aber Ellie hatte mir gesagt, wohin ich fahren sollte. Seltsamerweise war alles unverschlossen. Das große Garagentor für die Busse war offen und dunkel. Es war niemand zu sehen. Ich fragte mich, ob Ellie etwas damit zu tun hatte. Er war zu diesem Zeitpunkt eindeutig kein Mensch mehr. Kind oder nicht, er musste etwas damit zu tun haben, dass niemand bereit war, den letzten verspäteten Bus in Empfang zu nehmen. In dem Moment, als ich den Bus parkte, stieß ich einen lauten Schrei der Erleichterung aus. Ich war bereit zu gehen, mehr als bereit. Noch nicht bewegen. Lass mich erst nachsehen. Ich war ein wenig verärgert über Ellie, aber er hatte recht. Er hatte gesagt, dass die dunkle Gestalt verschwinden würde, nachdem der Bus im Depot war. Aber es ist am besten, kein Risiko einzugehen. Ich schaute ihn von der Seite an, als er den Kopf drehte, um hinter uns zu schauen. Ich starrte ihn an, aber konnte den Ausdruck auf seinem Gesicht nicht lesen. Er wollte gerade zu mir zurückblicken, um Entwarnung zu geben. Aber da schossen diese langen, dunklen Krallen hervor. Voller Entsetzen sah ich, wie die Krallen sein Hemd durchrissen und so fest in seinen Bauch stachen, dass ein kleiner Körper gegen den Kassenautomaten geschleudert wurde und sich das Metall verbog. Ellie sah irritiert aus. Er schrie nicht und stöhnte nicht vor Schmerzen. Ich streckte meine Hand aus, um ihn zu packen, aber ich war zu langsam. Er wurde auf der Stelle nach hinten in den Bus gezerrt. Und das ließ ich nicht zu. Ich hatte ein Foto gesehen, das der Fahrer von seiner Familie aufgehängt hatte. Dieser Mann hatte Menschen, die auf ihn warteten, und dieses Wesen nahm ihn einfach mit.
und jetzt brach es die Regeln und schnappte sich Ellie. In meiner Wut verschwand all meine Angst. Ich schloss die Augen und stolperte vom Fahrersitz. Ich tastete um mich und fand einen der Spiegel, der abgerissen worden war. Ich packte ihn an der Stange, mit der er am Bus befestigt war. Ich war überrascht von seinem Gewicht, aber ich hob ihn trotzdem vom Boden auf und machte mich mit geschlossenen Augen auf den Weg zum hinteren Teil des Busses. Ich stieß gegen einige Sitze und stolperte über die beiden Stufen, die zum oberen Teil des Busses führten. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich mit einem zerbrochenen Spiegel anfangen sollte. Der Fahrer war getötet worden, Sekunden nachdem ihn das Ding gepackt hatte. Ich hatte viel zu viel Zeit verschwendet und befürchtete, dass Ellie bereits tot war. Wenn das der Fall wäre, würde ich die dunkle Gestalt mit dem schweren Spiegel erschlagen. Es war sicher eine dumme Idee, aber ich war so wütend, dass ich nicht klar denken konnte. »Lass ihn in Ruhe, du Stück Scheiße!« schrie ich, hielt aber inne, als ich eine ruhige Stimme hörte. »Was machen Sie da?« Es war Ellies Stimme, aber ich traute mich immer noch nicht, die Augen zu öffnen. Es könnte ein Trick sein. Ich überlegte, ob ich einfach losschlagen sollte, aber mein mutiger Angriff wurde gestoppt, bevor er überhaupt begann, als mir der Spiegel aus der Hand gerissen wurde. »Sie können Ihre Augen jetzt öffnen. Es ist alles in Ordnung.« Ich hätte ihm nicht trauen sollen. Aber ich musste sehen, ob es Ellie gut ging. Langsam öffnete ich meine Augen, gerade so weit, dass ich den Jungen auf dem Rücksitz sitzen sah. Neben ihm ein leerer, schwarzer Trenchcoat. Sein Pullover war zerrissen, aber ich sah kein Blut. Weder von ihm noch vom Fahrer, dessen Blut ich zuvor gerochen hatte. »Was zum Teufel?« fuhr ich ihn an, ziemlich wütend und verwirrt. Als sich etwas unter dem Trenchcoat bewegte und flatterte, wich ich zurück. »Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen. Sie kennen die Regeln, von denen ich Ihnen vorhin erzählt habe. Die Gestalt hat sie gebrochen. Sie hat nicht nur den Busfahrer dazu gebracht, es unmöglich zu machen, Fahrgästen eine Chance zu geben, sondern sie hat auch versucht, mich zu töten, nachdem wir im Depot angekommen sind. Ich nehme an, sie hätte sie getötet, wenn ich sie nicht zuerst degradiert hätte.« »Ich brauche eine ganze Menge Informationen. Zum Beispiel, was das für ein Ding ist und was du mit degradieren meinst. Bist du sein Boss?« »Eigentlich hast du keine Informationen verdient. Du solltest einfach gehen. Aber ich werde dir ein wenig erzählen. Ich bin nicht sein Boss. Ich bin sein König.« Ich unterdrückte ein Kichern. Ellie fuhr fort. »Diese Gestalt ist eine Art Wesen, das sich an bestimmte Regeln halten muss, um Menschen zu entführen. Je mehr Menschen es entführt, desto stärker wird es. Je stärker es ist, desto mehr ändern sich die Regeln, an die es sich hält. Wenn es schließlich stark genug ist, ist die letzte Regel, dass es nur von einem Menschen angesehen werden darf. Aber niemand schafft es wirklich bis zu diesem Rang. Sie betrügen, um schneller stärker zu werden. Es ist meine Aufgabe, diese Unruhestifter zu finden und sie ein paar Ränge herabzustufen.« »Ich weiß nicht, das. Ich denke, das ergibt Sinn. Ich schätze, ich habe Glück, dass du vorbeigekommen bist, um mich zu retten, was?« »Ich habe dich nicht gerettet. Ich habe dir Informationen gegeben. Du bist den Bus gefahren. Du hast nicht nach hinten geschaut.
Wenn du vor mir nachgeschaut hättest, wärst du getötet worden. Du hast dich an die Regeln gehalten, an die auch die Kreatur gebunden ist. Ellie sah mich streng an, aber ich konnte erkennen, dass er versuchte, sich vor dem Wesen, das sich unter dem Trenchcoat versteckte, stark zu geben. Er war derjenige, der angeboten hatte, zuerst nachzusehen, aber er versuchte so zu tun, als wäre ich derjenige, der die Entscheidung getroffen hatte. Ich wusste nicht, was das Problem war. Na und, wenn er mir aushalf? Aber er war so unnachgiebig, dass ich beschloss, es dabei zu belassen. Ich hörte ein Geräusch hinter mir, bevor ich ihm antworten konnte, und schaute hinüber, um zu sehen, dass sich die Hintertür des Busses geöffnet hatte. Als ich mich wieder umdrehte, saß nur noch Ellie da, aber der schwarze Trenchcoat war verschwunden. Du solltest jetzt nach Hause gehen und die ganze Sache vergessen. Ellie stand auf und begann, den Bus zu verlassen. Und ich folgte ihm. Die Bushaltestelle war nur wenige Gehminuten von meiner Wohnung entfernt. Ich konnte leicht nach Hause gelangen, aber es wäre unmöglich, zu vergessen, was passiert war. Ein Mann war gestorben. Ich hatte etwas Übernatürliches gesehen. Und nun ja, ich hatte einen Bus gekapert. Ich werde doch nicht wegen irgendetwas verhaftet, oder? Nein, alles wird gut. Gehen Sie einfach nach Hause. Ellie wollte gerade weggehen, aber ich konnte ihn noch nicht ziehen lassen. In meiner Tasche hatte ich eine leichte Jacke, die ich nicht brauchte, und meine Arbeitskleidung. Ich hielt ihn auf und legte ihm die Jacke um die Schultern. Es ist kalt draußen und dein Pullover ist zerrissen. Sie sollten nicht so nett zu mir sein. Ich habe sie als Köder benutzt. Selbst wenn das der Fall war, habe ich ihm trotzdem vergeben. Wegen ihm habe ich eine weitere Nacht überlebt. Egal, wie sehr er es leugnen wollte. Es schien ihm peinlich zu sein, als ich ihn fest umarmte. Er ließ es über sich ergehen, versuchte aber bald, sich aus meinen Armen zu winden. Sprechen Sie nie wieder mit mir. Nach dieser schnellen Abfuhr sah ich zu, wie er über die Straße und von mir wegjoggte. Ich dachte, er sei ein guter Junge, aber ich musste ihm zustimmen. Ich wollte ihn nie wiedersehen. Ich nahm nie wieder den Bus. Ich gab eine Menge Geld für Taxifahrten aus, bis ich endlich ein neues Auto bekam, mit dem ich zur Arbeit fahren konnte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gibt es eine geradezu exorbitant hohe Wahrscheinlichkeit, dass dir auch eines der beiden Horrorvideos zusagt, die jetzt auf deinem Screen aufploppen. Bevor du aber weiterziehst, liken nicht vergessen und kommentieren, falls du Lob, Kritik oder einen Creepypasta-Wunsch hast. Ich lese und beantworte jeden Kommentar.